Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video möchte ich euch eine meiner Lieblingsaktien und langfristigen Favoriten vorstellen, die so alles mitbringen, worauf ich gerne schaue, wie Wachstum, faire Bewertung, gute Marktstellung, hohe Produktqualität, gutes Management und die natürlich relativ bekannt ist, aber vielleicht ein bisschen im Schatten der ganz großen Internetgiganten ist, nämlich Booking.com. Bevor es hier mal weitergeht, ganz kurz natürlich der Hinweis, das hier ist keine Anlageempfehlung oder Beratung. Ich bin hier indirekt investiert, woraus sich natürlich Interessenskonflikte ergeben können. Was macht Booking? Booking ist der weltgrößte Anbieter von Hotelbuchungsmöglichkeiten. Ja, Booking.com wird fast jeder kennen, der schon mal ein Hotel online gebucht hat, hat eigentlich fast alle Hotels. Ich habe ja auch von früher noch eine Webseite 1000hotels.net mit auch einem YouTube-Kanal, den jetzt auch meine Frau übernommen hat, kann man sich auch hier anschauen. Wer sich für Hotels interessiert, gerne beitreten. Und deswegen kenne ich das Geschäftsmodell von Booking wirklich sehr, sehr gut und kann sagen, also von den besten 1000 Hotels waren wirklich 99% damals schon auf Booking verfügbar. Also sie decken wirklich den Markt ab. Allerdings kann es durchaus mal sein, dass sie nicht den besten Preis haben, wie immer früher, wenn man direkt zum Hotel geht, kann es manchmal sein, dass man einen besseren Preis bekommt oder man vergleicht über Trivago, auch eine wieder interessante Aktie in der Krise. Aber wie ist das Geschäftsmodell? Ganz simpel, wenn ihr ein Hotel bucht, dann kriegen sie 10-15% Provision. Ja, und das ist natürlich bei diesem Warenkorb, ne, schon sehr, sehr viel, denn gerade wenn ihr eine Reise bucht, sind es ja schnell mal ein paar tausend Euro. Noch ein einzelnes Hotel und das, diese 15%, denen stehen ja nicht so die riesen Kosten entgegen. Ja, das ist ja was anderes als beim E-Commerce, wo es ja wirklich ein Produkt kaufen muss. Früher waren die Kosten halt die Plattform und das Marketing, ja, aber Marketing wird halt auch immer weniger, weil immer mehr Leute direkt auf Booking.com oder über die App buchen und deswegen ist es extrem attraktiv, dieses Geschäftsmodell. Und sie machen nicht nur Booking.com, also Hotels sind natürlich der attraktivste Markt im Reisemarkt wegen diesen hohen Provisionen. Bei Flügen gibt es da deutlich weniger, wollen es aber auch noch mehr integrieren. Also sie haben zum Beispiel OpenTable auch gekauft vor vielen Jahren, wo ich Restaurants reservieren kann. Funktioniert auch wunderbar, wobei da halt die Abdeckung diese relativ gering ist. Dann Kayak, wo ich Flüge vergleichen kann, Rental Cars, Mietwagen und auch noch weitere Hotelseiten, wie zum Beispiel auch Agoda, was in Asien eher stark ist, aber immer ein relativ ähnliches Geschäftsmodell, sehr nah an der Buchung. Ja, sie waren früher, glaube ich, einmal einer der größten Kunden von Google. Vielleicht auch einer der Gründe, warum Google nicht so massiv in den Reisemarkt reingegangen ist, wie man es vielleicht hätte vermuten können, weil Google halt immer irgendwie Marketing machen möchte und nicht für die Buchung verantwortlich sein möchte. Weil das ist natürlich auch dann neben der Marke ein Größenvorteil, dass ich halt wirklich einen Kundenservice in allen Sprachen anbieten kann, auch die Webseiten von den Buchungen. Denn ja, ihr traut es euch vielleicht noch zu, beim Hotel in Österreich anzurufen, ja, aber wenn es dann schon irgendwie eine andere Sprache oder wenn man irgendwie weiter unterwegs ist, dann macht man es halt auch lieber über eine Plattform, weil man hat dann auch die Sicherheit, die Buchung ist da. Wenn ich es irgendwie über Telefon mache, dann ist ja auch Leuten schon passiert, ja, dann ist irgendwie doch irgendwas nicht verfügbar. Und da ist man da abgesichert. Und der große Konkurrenz, der ja auch so ein bisschen aufkam in den letzten Jahren, Airbnb, das bieten sie auch sehr, sehr viele an, solche alternativen Unterkünfte, wie sie das nennen. Hier sehen wir auch nochmal dieses Geschäftsmodell. Es gibt drei Umsatzquellen. Ja, das eine, das kleinste ist so Werbung, ja, ähnlich wie man es bei Amazon sieht, ist aber wirklich relativ unbedeutend. Und dann haben sie halt zwei Geschäftsmodelle. Entweder sie verkaufen die komplette Reise und kaufen es dann auch beim Händler ein. Also sie sind ein Händler, ja, und das läuft dann durch. Oder sie sind nur ein Agent und bekommen diese Provision. Ihr seht, sehr, sehr hohe Margen im Q4-Quartal von im letzten Jahr waren es bei 4 Milliarden, fast 25% Nettomarge. Und da ist sicherlich auch noch ein bisschen, gerade ihr seht im Marketing, langfristig noch mehr drin. Vielleicht nicht ganz so viel wie bei Facebook oder Google, aber es geht in die Richtung.
Und ihr seht, obwohl der Reisemarkt weiterhin wächst und sie der größte Anbieter sind, konnten sie zum Beispiel die Besuche im ersten Quartal 2023 im Vergleich zu der Konkurrenz wie Airbnb und Expedia stärker steigern als die. Also sie gewinnen auch Marktanteile, obwohl sie so groß sind. Das ist halt doch dieser gewisse Effekt, dieser nicht Winner takes it all, aber doch Winner takes it most. Ja, wenn ich ein Hotel buchen möchte, ich weiß, auf Booking sind alle Hotels verfügbar. Da muss ich nicht mehr auf verschiedene Hotels irgendwo gehen. Ich habe irgendwie meinen Account dort hinterlegt. Die kennen meine Buchungen. Also als wir früher noch mehr Roadtrips gemacht haben, ja, das war dann schon angenehm. Dann hat man halt für 2 Wochen diese Hotels gebucht, war alles in der App irgendwo drin mit der Lage und sowas und konnte das daraus steuern. Solche Themen. Also das ist natürlich schon sehr, sehr angenehm und das wird Ihnen auch weiter in die Hände spielen. Ne? Durch Corona macht das ein oder andere Reisebüro zu, Leute buchen auch mehrere Reise selber und was sie natürlich auch noch mehr machen, das Thema auch Pauschalreise, kann man natürlich dann auch das dann auch mehr aus einer Hand, denn ich versuchen halt auch noch Erfahrungen sowas zu verkaufen. Deswegen vielleicht ist irgendwann mal TripAdvisor als Übernahmeziel da, ist wahrscheinlich von der Regulatorik schwierig. Aber von den Soft-Faktoren, ich habe es schon gesagt, sehr Shareholder-friendly. Sie sind wirklich eine der Internetgiganten, die schon sehr, sehr lange Aktienrückkäufe machen. Haben ja andere erst ein bisschen vor kurzem angefangen. Oder es gibt halt dann oft auch wieder Aktienoptionen für die Mitarbeiter, die diesen Effekt so ein bisschen dämpft. Ja, dann sinken zwar die Zahlen, aber das hier ist zum Beispiel schon sehr beeindruckend. 2018 gab es hier noch 45 Millionen Aktien, jetzt sind es 37, ja, das ist 15%. Das heißt, das kommt zu dem organischen Wachstum noch hinzu, dass man da einfach die eigenen Aktien kauft. Und auch der Glenn Vogel, er ist wahrscheinlich jetzt nicht der Produktinnovator, aber er war für die Übernahme von Booking.com verantwortlich, weil früher hieß der Konzern Priceline.com und das ist wahrscheinlich mit die beste Übernahme der letzten 20 Jahre, definitiv in den Top 10 gewesen, weil Booking.com einfach explodiert ist im Wachstum. Das ist auch eine der Sachen, die Europäer halt gut auch können, ne? Travel, weil die Amerikaner reisen gar nicht so viel, weil sie weniger Urlaub haben und natürlich auch weniger Ziele im Verhältnis so zu Europa, was natürlich das Reiseziel Nummer 1 weltweit ist. Was wir hier bei den Finanzzahlen sehen, ist natürlich klar, deswegen es gibt eine gewisse Zyklik, dass natürlich, wenn jetzt ein Riesenkrieg ist, eine Krise, Rezession, dann zum Beispiel Urlaubsreisen und Geschäftsreisen gehen da ein bisschen zurück. Corona ist natürlich ein Jahrhundertereignis gewesen für die Reisebranche, aber das hat man hier gesehen. Trotzdem, selbst bei diesem Jahrhundertereignis, der Operating Profit war leicht negativ, aber es war nicht was, was jetzt irgendwie existenzgefährdend war oder irgendwie was einen Angst macht, was auch zeigt, wie halt diese Plattform auch atmen kann. Weil einfach Marketing sehr, sehr, sehr günstig war und sie auch weltweit da unterwegs sind. Aber ausgehend von diesem Niveau und auch danach und davor sind hier Wachstumsraten von 10-11% denkbar. Gerade auch im asiatischen Raum noch mal mehr. Ich glaube, die einzige gewisse Gefahr ist halt, wenn sie es überreizen von der Provision, die Hotels mögen es natürlich nicht so viel abzugeben. Die versuchen natürlich auch ihre eigenen Kanäle zu pushen, mehr Direktbuchungen zu ziehen. Allerdings ist das halt auch immer mühsam mit Mails hin und her zu schreiben. Lohnt sich halt vor allem, wenn man sehr, sehr lang im Hotel ist. Aber das ist sicherlich die einzige Gefahr, dass halt Leute mehr ein bisschen direkt buchen und es ein bisschen umgehen. Gab es aber wahrscheinlich immer, wird jetzt auch nicht was sein, was jetzt von heute auf morgen gigantisch sich ändert. Halt eher dann halt diese, wenn es in der Welt rappelt, dass dann der Reisesektor so ein bisschen mitgenommen wird. Wir sehen hier ein wirklich intakter Langfristchart. Gab natürlich auch mal eine längere Seitwärtsbewegung von 2018 bis Corona oder bis vom Ende vom Corona, aber seitdem jetzt auch eine Befreiung und auch zur eigenen Historie ist die Aktie meiner Meinung nach nicht so teuer, wenn wir es hier durchgehen. Das Produkt ist Weltklasse, Geschäftsmodell ist super, Marke kennt jeder. Also bei den Unternehmen und Finanzfaktoren sehr, sehr hohe Noten. Auch mit der Übernahme von Booking ist natürlich ein paar Jahre her, aber auch so, man hat eine sehr gute shareholderfreundliche Strategie.
auf einem sehr, sehr großen Markt, der auch immer noch wächst. Nachteil natürlich, es gibt immerhin Wettbewerb, ne? Also Reisemarkt, gibt sehr, sehr viele Anbieter und Seiten, auch mit, wie gesagt, neuen Anbietern wie Airbnb, die aber halt in einem Segment des Marktes sind, was Booking kann halt alles machen, ne? Buchen, und ich kann halt nicht nur diese alternativen Sachen machen. Komm mal hier, auch wegen der starken Bilanz mit Netto-Cash und hohen Margen auf einem fairen KGV von 27, aktuell sind die Schätzungen trotz des hohen Wachstums, kann natürlich, wenn es irgendwie der dritte Weltkrieg kommt, sowas dann nicht mehr stimmen, aber liegen so bei um die 17. Das heißt, allein nach einem fairen KGV ist ein Aufwärtspotenzial. Aber das ist ja nicht nur die alleinige Quelle der Rendite. Hier gibt es ja auch noch ein organisches Wachstum. Und wenn wir annehmen, sie schaffen dieses 27er KGV auf 3 Jahre, und behalten auch dieses organische Wachstum bei und dazu stecken sie den Gewinn auch noch in Aktienrückkäufe, könnte man hier eine Rendite pro Jahr von fast 30% erwarten. Aber alles natürlich nur Schätzungen basierend auf diesen Zahlen und dem Modell und kann alles ganz anders kommen. Was ist eure Meinung dazu? Gerne kommentieren. Ansonsten ist das ja auch eine Top-10-Position im Haas Invest for Innovation Aktienfonds. Muss nicht immer so sein, aber eine typische Momentum-Position und auch in einigen Wikifolios enthalten. Daraus auch nochmal der Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte. Und gerne sagen, wie euch das neue Format hier gefallen hat. Ein bisschen anders, als wenn ich, sag ich mal, auf den Webseiten rumsurfe. Findet ihr es besser, schlechter? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.